Und ich sage, und das behaupte ich heute noch, und ich kenne mal, ich habe hier noch viele, ich war ja in England, habe mit den Piloten gesprochen, der die meine TA in England geflogen hat, das kann ich Ihnen gerne erzählen. Also für mich war die TA die Lebensversicherung, dass ich den Krieg überhaupt lebend überstanden habe. Ja. Für mich, auf alle Fälle. Ne? Da waren Sie begeistert von der Maschine auch. Wir haben ja bloß zwei Verluste gehabt in der ganzen Einsatz mit der TA. Zwei Verluste hatten wir. So, und da habe ich den englischen Piloten getroffen. Wir sind natürlich nur nicht einig geworden über die Meinung, über die fliegerische Qualitäten. Er gab mir, dass die Tempest besser war. Ich sage, Tempest, ich habe doch mit der Tempest Luftkampf gehabt, das war für mich ein leichtes, die überhaupt abzuschießen. Ich hatte überhaupt keine Mühe. Und der Luftkampf war 50 Meter her, hier waren wir nicht. So, ne, da musste ich, meine, durfte keiner einen Fehler machen, das ist ganz klar, 50 Meter her, da ist man. Ne. Naja, jedenfalls war er der Meinung, dass die Tempest besser war und die TA als die TA und die Spitfire auch. Spitfire konnte ich Ihnen keine Antwort geben, weil ich keinen Luftkampf mit Spitfire hatte. Auch ganz wenig mit Mustang, also Sonderbolt, die hatten wir ja meistens mit der Tempest da und ein paar Jagdleuten und so. Naja, und am Ende waren wir dann, ja, habe ich ihn gefragt, wo habt ihr denn? Das war die einzige Maschine, die noch flugbereit war, meine. Die andere war in Amerika, gibt es noch eine, aber die ist nur aus Bruchstücken zusammengesetzt. Die liegt noch da. Und ich sah, was habt ihr denn nun mit der Maschine gemacht? Da haben sie gesagt, die haben wir verschrottet. Ich meine, warum verschrottet man denn eine einzelne Maschine, die eigentlich keine Gefahr mehr ist, weil niemand. Meine Meinung steht heute fest, die Engländer konnten das nicht vertragen, dass sie besser waren. Auf alle Fälle waren die besser. Ja. Meine Behauptung ist, es war der beste, damals der beste Motor angetriebene Jagdflugzeug überhaupt des Zweiten Weltkrieges. Damals, denn sie machte 750, sie stieg bis 7000 Meter mit 15 Metersekunden. Das hat keine nachgemacht, von allen anderen nicht. So, und war unheimlich wendig. Wie wir die in Neuhaus bei Cottbus übernommen hatten, da haben wir, glaube ich, am ersten Tage so ungefähr 15 Maschinen geholt. Wissen Sie noch, wann das war? Da haben, Wissen Sie noch, wann das war? Ja, das war am 28. Januar 1945. 28. Januar 1945 haben wir die geholt. Und da haben wir gesagt, na, was sollen wir denn mit der W34 da oben im Luftkampf machen? Also im Vergleich zu der 109 und 190, wenn die daneben standen, die waren ja nur halb so groß. Ja. Nicht wie die. Die waren zu groß, die Maschine. Aber wir haben uns alle gehört, ja, die war wendig, schnell und alles in jeder Beziehung. Ja. Nee. Mein Gott, ist ja klar, sie hatte nur so eine kleine Kinderkrankheit. Ich meine, ich war ja noch nicht fertig aus. Da ist manchmal der zweite Lader, der ist bei 7000 Meter dann gekommen. Da ist manchmal hängen geblieben, da ist er nicht gekommen. Aber das war selten. Ich persönlich habe doch einmal, wo ich hinter so einem Moskito her und ich war kurz vorher und dann 7000 Meter oder 8000 Meter war schon so und dann machte der zweite Lader nicht mit, dann ging sie gleich zurück. Also, das war noch nicht. Aber das hätten sie auch noch rausgekriegt. Und war durch die große Fläche die Wendigkeit tatsächlich genauso groß wie bei der D9 oder größer sogar noch? Die war besser. Die war sogar besser. Noch weit bedeutend besser. Also in Stendal der Platz, ich weiß nicht, wer in Stendal den Platz kennt oder nicht, da konnte man mit der TA über dem Platz eine liegende 8 fliegen. Also so eng hat die gekurbt. Sagenhaft war die. Und auch von der, sage ich mal, Schießplattform her war die auch stabil in der Luft. Also, viele sagen, sie wäre in der Längsachse ein bisschen labil gewesen, aber ich kann das nicht behaupten. Die war allen anderen feindlichen Jägern haushoch überlegen. In jeder Beziehung. Im Steigflug, in Kurven, in der Schnelligkeit, in allen.